Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit unserem Thema der Woche und Guido. Dankeschön, Moni. Wenn Automobilhersteller ihre neuesten Modelle der Öffentlichkeit vorstellen, geschieht dies zumeist mit aufwendig produzierten Werbespots. Spektakuläre Landschaften oder menschenleere Innenstädte sind oftmals die Kulisse für diese Clips. Aber nicht alles, was wir dort sehen, gibt es wirklich, denn immer häufiger entstehen diese Filme im Computer, wie mein heutiger Studiogast von dem Virtual Reality Spezialisten RTT zu berichten weiß. Guten Morgen, Ludwig Fuchs. Guten Morgen, Herr Marschall. Schön, hier zu sein. Warum entstehen heutige Autofilme immer häufiger am Rechner? Ja, da gibt es eine Menge Gründe für. Zum einen ist es natürlich das Thema, dass man damit Dinge machen kann, die man im realen Leben nicht machen kann. Oder nur mit sehr viel unvergleichbar höherem Aufwand machen kann. Ja, das ist der zweite Grund. Also sprich, auch das Thema Effizienz spielt in der Vermarktung eine große Rolle. Und der dritte Grund ist sozusagen etwas dahinterliegend, dass wir mittlerweile sehr, sehr umfänglich die 3D-Modelle der Fahrzeuge zur Verfügung haben und diese dann eben auch für diese Zwecke nutzen können. Ja, weil das Ganze beginnt ja schon sehr viel früher in der Entwicklung. Dort wird ja Virtual Reality doch auch sehr umfänglich genutzt, um eben auch Kostenvorteile zu realisieren, schneller zu sein, besser zu werden. Und das setzt sich doch sehr konsequent auch in der Vermarktung und im Vertrieb fort. Das heißt, Sie können ein Automobil praktisch zum Leben erwecken und durch die Landschaft fahren lassen, bevor es überhaupt in irgendeiner Form physisch existiert? Absolut, absolut. Genau das passiert. Das passiert für die von Ihnen angesprochenen Vermarktungen, für die Filme, Kino, Internet, sehr, sehr viel, sehr umfänglich. Aber es passiert vor allem auch schon in der Entwicklung. Ja. Und das ist eine mittlerweile sehr durchgängige Prozesskette, die sehr gut, sehr effizient, sehr effektiv funktioniert. Und das nicht nur bei kompletten Automobilen, sondern Ihre Filme zeigen zum Teil auch technische Zusammenhänge, die man mit einer normalen Kamera niemals zeigen könnte. Zum Beispiel den Flug durch einen Motorraum oder die Darstellung eines Automobilgetriebes. Wird da die Virtual Reality genauso stark eingesetzt? Oder neuere Aspekte der Hybridtechnologie, das ist ja auch extrem spannend. Ja, und das sind natürlich Bereiche, die hat man nicht leicht im Zugriff. Da muss man womöglich echte Autos aufschneiden und in die Innereien gehen. Und das kann man sehr, sehr gut über virtuelle Modelle darstellen. Man kann es entweder so darstellen, als würde es real, physisch aussehen. Das ist das eine. Oder man geht eher in die schematische Richtung. Aber dort hat man große Vorteile, das auf Datenbasis in 3D umzusetzen. Ein Manko dieser computergestützten Technologie war in der Vergangenheit immer, dass sich die Entwickler, die Designer mit diesen Darstellungen nicht so recht vorstellen konnten, wie es in der Realität wirklich aussieht, wie sich eine Oberfläche anfühlt. Dazu haben Sie jetzt eine neue Technologie entwickelt, die den Designern die Möglichkeit gibt, Materialien anzufassen, zu erfahren und dann ins virtuelle Fahrzeug zu übertragen. Was steckt dahinter? Ja, die alte Frage, was ist real? Ne? Und die haben wir uns natürlich auch gestellt. Und real, gerade bei Materialien, ist natürlich immer auch sehr wichtig, das anfassen zu können und zur Verfügung zu haben. Und deswegen haben wir etwas neu entwickelt, das ermöglicht, eben diesen Faktoren der Haptik, des Angreifens und des unmittelbaren Zugriffs im wahrsten Sinne des Wortes zu verbinden mit der virtuellen Welt. Ja, das ist ein Modul, das nennt sich RTT Delta Tex, passt sehr gut eben mit unseren anderen Komponenten zusammen und ermöglicht es, reale Materialien, die insbesondere Color and Trim nennt sich der Bereich, wo es dann eben um die Innenausstattung der Fahrzeuge geht, zur Verfügung stehen. Und diese können über einen sehr einfachen Scanning-Mechanismus auf die virtuellen Modelle aufgetragen und manipuliert werden. Das heißt, der Designer, die Designerin kann sich dann auch unterschiedliche Muster unmittelbar vor Augen führen, unterschiedliche Skalierungen, also kleiner, größer ziehendes Muster, drehen und wenden. Wie passt es jetzt auf diesen Bereich des Sitzes oder des Dashboards am besten hinauf? Und wir können dann auch einen Schritt weitergehen, wenn wir das machen und verschiedene funktionale Aspekte durchspielen. Also sprich, wie sieht es aus mit Reflexionen? Ja, solche Dinge auch im Virtuellen uns sehr schnell vor Augen führen. Und das ist ein enormer Fortschritt, ist eine Bereicherung. Ich kann sehr viel mehr Situationen mir vor Augen führen und kann dann auch gleich zusätzliche Aspekte
virtuell abprüfen. Obwohl Sie auch für andere Industrien, für andere Bereiche tätig sind außerhalb des Automotive-Bereichs, ist doch ein Schwerpunkt das Automobilgeschäft. Sie sind sehr eng verzahnt mit den Entwicklungs- und Designabteilungen der führenden Automobilhersteller. Für welche Anwendungsbereiche wird Ihre Technologie verwendet? Ja, Herr Marschall, was sage ich Ihnen? Gibt es ein tolleres Produkt? Gibt es eine interessantere Industrie? Also das ein Vergnügen, in dem Bereich tätig sein zu können. Und wir haben dort im Prinzip die komplette Prozesskette vor Augen. Ja, das heißt, wir fangen ganz vorne an im Design, dort, wo es losgeht. Kurz nach den ersten Scribbles werden mittlerweile ja Computermodelle erstellt. Und sobald ein solches Modell im Computer, im CAD oder CAS vorliegt, kann man es auch für Visualisierung verwenden, zum Leben erwecken, wie Sie vorhin gesagt haben. Das passiert auch und man kann dann eben sehr schnell, wie erwähnt, Varianten durchspielen. Man kann auch tatsächlich das Fahrzeug fahren lassen, also sprich in der Dynamik erleben, unterschiedlichste Lichtverhältnisse und so weiter. Dann gehen wir natürlich in die zunehmende Konkretisierung des Fahrzeugs, Flächenkonstruktion, die Umsetzung der Design in baubare, fertigbare Flächen. Wir gehen in die Bereiche, wo es darum geht, Details abzustimmen zwischen der Designidee und der konstruktiven Umsetzung. Da gibt es immer wieder kleinere und größere Konflikte zu adressieren. Und das Bild, das 3D-Modell hilft dabei sehr viel. Nicht alleine natürlich, sondern im Zusammenspiel dann auch mit realen Prototypen diese Fragen zu adressieren. Dann geht es auch schon in die Fertigungsvorbereitung solche Bereiche wie ein virtueller Meisterbock. Das heißt, dort wird sehr detailliert das virtuelle Modell verwendet, um dagegen auch reale Maße und so weiter zu verprüfen. Und wie vorhin angesprochen, werden dann auch schon die Vermarktungsaktivitäten angestoßen. Das heißt, im Vorfeld vielleicht eine Information für die Händler. Mittels 3D-Modell können wir die Händler heute weltweit informieren, sehr leicht ihnen das neue Fahrzeug vorstellen, präsentieren, erstmal intern. Und dann geht es, wie gesagt, in die unmittelbaren Vermarktungsvorbereitungen, sprich Internet, Launch-Kampagnen, Commercials etc. In den Verkaufsraum. 3D-Konfiguratoren sind extrem wertvolle Tools geworden. Wir bedienen uns derselben Datenbasis und können unmittelbar das Modell dafür verwenden und dann natürlich auch Bereiche des Sales, After Sales adressieren. Also wir blicken hier tatsächlich auf die gesamte Prozesskette und natürlich in unserem Fall immer auf das, was man sieht. Ja? Und das bestmöglich den Leuten vor Augen zu führen und auch als Arbeitstool, als Verkaufstool, als Entscheidungsbasis zur Verfügung zu stellen. Ich bin sehr fasziniert. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Ludwig Fuchs. Und weiter geht's mit dir, Moni. Dankeschön, Guido. Und ich habe wie immer noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Mitte September ist es wieder soweit. Zum 63. Mal startet die international bedeutendste Automobilmesse in Frankfurt am Main, die IAA. Wir sind für Sie bereits an den Pressetagen vor Ort und berichten täglich über die Highlights. Und selbst können Sie vom 17. bis zum 27. September die neuesten Neuigkeiten rund um die automobile Welt bewundern. Parallel zur IAA findet die 7. Matchmaking-Veranstaltung für Automobilzulieferer statt. Ziel der Veranstaltung ist es, potenzielle Geschäftspartner aus dem Automobilbereich zusammenzubringen. Termin ist der 17. September bei der IHK Darmstadt. Weitere Infos zu den Veranstaltungen finden Sie in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau. Das war ja der Autobranch für heute. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Ja. Lieben Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen schönen guten Morgen. Tschüss von uns. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von dem führenden Spezialisten für Gelenkwellen, Rotorion.